Uns alle beschäftigt aktuell der Krieg in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft der Menschen, auch aus unserer Region, ist riesig. Trotzdem gibt es auch andere Projekte, welche Hilfe benötigen. Wir waren am gestrigen Nachmittag im vogtländischen Ellefeld unterwegs. Erfahren Sie mehr darüber im folgenden Beitrag. Es war ein guter Freund, der uns auf den Gnadenhof für Tiere e.V. aufmerksam gemacht hat. Da wir im Sender alle sehr tierlieb sind, war es selbstverständlich, dass wir uns auf den Weg nach Ellefeld gemacht haben. Natürlich waren wir nicht mit leeren Händen gekommen. Haben Ihnen ein bisschen Futter mitgebracht, okay. Und ganz nebenbei auch eine kleine Spende, worüber danke. Sie sich danke, vielleicht danke, freuen. No? Ne? Da würde ich Ihnen das mal geben. Ja, danke schön. Jetzt ist es abgehalten. Schnell waren wir mit Matthias Stark auf Du und gerne berichtete der gelernte Lehrer, wie das mit dem Gnadenhof so begonnen hat. Muss ich ganz früher anfangen. Wir hatten früher selbst keine Tiere zu Hause, weil mein Vater war in Falkenstein Leiter dieser Einrichtung, dieses Zoos. Und er hat gesagt, wenn du Tiere haben willst, komm zu mir in ein Zoo. Und als ich dann so verheiratet war, habe ich so gedacht, na, könnte man eigentlich auch mal sich einen Hund zulegen und ein paar Kaninchen und so ein bisschen was. Haben wir dann auch gemacht. Und dann, da ich ja Lehrer bin, kam ich auf die Idee, diese Tiere in die Schule mitzunehmen und zur Schau zu stellen. Sagt man jetzt halt so. Ne? Früher haben sich die Kinder darüber gefreut. Machen sie jetzt auch noch. Aber wie gesagt, haben wir die Tiere mit in die Schule genommen. Daraus wurde dann... Oder wurden dann mehr Tiere und dann haben wir einen Streichelzoo gegründet. Also der praktisch von Schule zu Schule reist, in der Art Weiterbildung, in der Art Tierschutz. Von Volksfest zu Volksfest, dann sind wir in die Pflegeheime gegangen und haben dort diese taktile Wahrnehmungsförderung bei den alten Leuten gemacht. Und da gab es viele, viele Tränen oft und auch schöne Momente. Gibt uns selber was in der Richtung. Und die Leute haben gedacht, naja, bei Starks, da haben sie so viele Tiere, da kommt es auf die zwei, die wir jetzt bringen, auch nicht mehr drauf an. Und irgendwann wurde das dann schon mal zu viel, sodass ein großes Finanzloch da war. Und da haben wir gedacht, irgendwie müsste man schon, dass wir ein bisschen spenden, dass wir ein bisschen Werbung machen, dass wir das publik machen, den Leuten erzählen, was wir hier machen, dass wir die älteren Tiere auch aufnehmen. Und somit wurde 2000 dann der Verein gegründet, Gnadenhof für Tiere e.V. mit dem Tierschutzgedanken. Kamen dann auch immer mehr Tiere zu uns und auch ältere Tiere, die dann bis zum Lebensende hier verweilen. Für unsere Zuschauer, wir kennen ja die Tierheime, zum Beispiel bei uns um die Ecke in Vielau. Tierheime sind ja Zwischenstationen oder als Zwischenstationen gedacht, dass Leute sich dort Tiere wiederholen, die retten. Aber Gnadenhof, sagt ja schon das Gnadenboot, also ist eigentlich die Endstation. Und ich habe mal ein bisschen gelesen, Gnadenhof ist ja auch was, wo Tiere landen mit einer schwierigen Geschichte teilweise, also psychisch nicht ganz einfach handelbar. Ja. Die Tiere, die wir hier haben, haben alle eine schreckliche Geschichte hinter sich. Nicht nur, dass sie einen psychischen Knacks gekriegt haben, sondern dass die auch teilweise medizinisch sehr stark versorgt werden müssen, jeden Tag gepflegt, jeden Tag Medizin kriegen. Und dass die Tiere dann auch so gestört sind, teilweise, dass keiner ran kann. Und dass viel Arbeit ist, sich dort den Tieren zu nähern und die dann ordentlich versorgen zu können, gerade wenn der Tierarzt kommt. Kann man nicht immer gleich sedieren mit einem Blaspfeil oder mit irgendwas, sondern man muss da schon Händchen dafür haben. Und ja, in der Art. Sie kommen klar, mit wie vielen Mitarbeitern sind Sie hier zugange? Wir haben keine Mitarbeiter, wir haben nur freiwillige Helfer, die teilweise aus unterschiedlichen Gegenden sind oder teilweise auch aus den Gegenden sind, wo die Tiere her sind. Die sich also der Tiere damals schon angenommen haben, als der böse Besitzer dort war und haben versucht, die dann noch zu retten. Die sind dann mit hierher gekommen und helfen uns mit. Und wie gesagt, im Hauptanteil machen meine Frau und ich das dann. Also feiertags sieht man dann halt nicht viele Leute hier. Wir haben uns schon mal umgeschaut. Es sind ja die verschiedensten Tierarten, die hier zu Hause sind. Wie viele Tiere und was genau haben Sie jetzt hier auf Ihrem Hof? Wir haben zurzeit 126 Tiere hier zu betreuen oder zu bewirtschaften, muss ich mal dazu sagen. Dabei geht es von der Katze über den Hund zum Alpaka, zum Pferd, zum Lamas, zum Esel, Ziegen, Schafe.
Wir haben sogar Waschbären, was man eigentlich nicht darf. Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sind ein Verein, Sie leben von Spenden. Ja. Wer aktiv was tun will, wie kann es tun? Man kann aktiv für uns was tun, entweder wenn man herkommt und mitarbeitet. Ist aber schon so, dass wir teilweise schon bremsen müssen, weil viele Leute kommen hierher und denken, sie können gleich alles machen und das funktioniert aber nicht. Sie verlangen eine gewisse Einweisung und eine Belehrung und alles Mögliche. Helfen kann man noch, indem man verschiedene Patenschaften übernimmt, über verschiedene Tiere, die wir anbieten. Helfen kann man noch, indem man uns natürlich Futtermittel zur Verfügung stellt. Muss ich aber wieder dazu sagen, nur Futtermittel, die wir auch brauchen können. Zum Beispiel loses Heu wird oft angeboten, das schaffen wir gar nicht, das zu holen. Und man kann uns natürlich durch Geldspenden helfen. Ja, das wäre für uns das Wichtigste, weil wenn man zurzeit mal aktuell die Preise anschaut, was Futtermittel, was alleine der Diesel, den wir jeden Tag verbrauchen, was das kostet, dann wird einem schon ein bisschen komisch. Dann wollten wir natürlich mehr sehen und waren plötzlich inmitten der Tiere, die zum einen sehr zutraulich, aber teilweise auch scheu waren. Gewarnt hatte uns Matthias Stark vor dem spuckenden Alpaka. Das muss man einfach abkönnen. Das macht nichts, du darfst mal spucken. Darf ich über den Kopf? Nein. Darf ich nicht über den Kopf? Darf ich über den Kopf? Vorsicht. Alles gut? Alles gut, guck das da ans. Aber. So, na komm. Peter, komm. Was uns beeindruckte, Matthias Stark sprach jedes Tier mit Namen an und, wie bereits erwähnt, steckt hinter jedem der Tiere, die hier gelandet sind, eine bewegende Geschichte. Und genau diese Tiere kommen auch in Altenheimen, aber auch bei psychisch auffälligen Kindern praktisch als Therapeuten zum Einsatz. Während unseres Rundgangs auf dem Gnadenhof, der übrigens direkt um das Wohnhaus von Matthias Stark herum angelegt ist, haben wir gemerkt, mit wie viel Herzblut und Liebe sich hier um die Haus-, Nutz- und Wildtiere gekümmert wird. Am Ende hatten wir dann noch eine allgemeine Frage. Wir haben es in der Unterhaltung vorher schon gemerkt, Ihr Herz brennt für die Tiere, Sie wollen was tun. Was würden Sie all denjenigen an die Hand geben? Es ist ja so, wer Kinder hat, na, dann neigt man schnell dazu, ja, wir holen dir ein Tier. Was sollte man bedenken, ehe man sich überhaupt ein Tier anschafft? Ehe man sich ein Tier anschafft, muss man als allererstes, das sage ich schon mal als allererstes, bedenken, wie lange lebt das Tier eigentlich? Wie lange muss ich das oder soll ich oder will ich das versorgen? Es waren schon viele Leute da, die wollten bei uns einen Esel kaufen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wie alt sind Sie? Na, er war über 60. Dann habe ich gesagt, so ein Esel wird 50 Jahre alt, mindestens. Dann war die Frage schon geklärt. Also das wäre das Erste, was ich sagen würde. Als Nächstes hat man genug Platz dazu, das Tier zu halten, weil die Tiere brauchen alle Auslauf. Und dann rate ich immer, von jeder Tierart meistens zwei zu nehmen, dass keiner alleine ist. Vom Grundtenor her, wenn jetzt trotzdem jemand sagt, ich möchte mir zum Beispiel jetzt wirklich so einen Alpaka holen und Sie würden sagen, die Voraussetzungen stimmen, würden Sie die Tiere trotzdem in gute Hände abgeben? Wir vermitteln natürlich auch in gute Hände, wenn es machbar ist, wenn es bezahlbar für die Leute ist, weil wie gesagt, die meisten Tiere erhalten ja Medizin von uns, die sehr teuer ist oder brauchen Behandlung vom Tierarzt. Wie gesagt, wenn die Umwelt oder die Umgegend dann passt, wo wir es hin vermitteln, wir die Leute geprüft haben, beziehungsweise dann auch diese Stallungen geprüft haben und so weiter, das funktioniert schon alles. Aber am Ende kann man sagen, bei Ihnen erhalten die Tiere ein Gnadenbrot und haben ein würdiges Ende ihres Lebens. Das auf jeden Fall. Uns jedenfalls hat der Besuch auf dem Gnadenhof in Ellefeld am gestrigen Nachmittag sehr bewegt und wir haben versprochen, mit diesem Beitrag die Werbetrommel zu rühren. Es müssen ja nicht die riesigen Summen sein, die man spenden muss. An dieser Stelle hilft jeder Euro. Matthias Stark hat uns noch mit auf den Weg gegeben, dass jeder Besucher gern gesehen ist, aber am besten nach telefonischer Anmeldung, dass man etwas Zeit hat, den Gästen auch alles erklären und zeigen zu können. Informieren Sie sich doch vorab einfach auf der Internetseite des Vereins.